Ich gehe als reicher Mann nach Hause. Wir sind the good old boys aus Wilhelmshaven. Seit 25 Jahren besteht in Jever die Fußgängerzone. Okay, Tino. Zum Auftakt der vielen Feierlichkeiten veranstaltet das Modehaus Renate Jansenberg einen High-Heel-Lauf auf der Schiene dieser immer pünktlichen Bahn. Und der Start ist frei für Rebecca Link und Tanja Harms. Auf die Plätze! Fertig! Los! Sieg für Rebecca. Gut angekommen. Und der zweite Lauf mit Abia Jabak und Denise Schauberer. Hier gewinnt knapp Denise. Anstrengend und schnell vorbei. Im Finallauf gewinnt Rebecca. Ja. Zweite? Unsere zweite. Dankeschön. Mit dem Gutschein. Wer war Dritte? Ja. Einmal den Gutschein für die Fußpflege. Steht alles drauf. Dankeschön. Und Tanja, du kriegst die. Ja, natürlich kriegt jeder was. Hab ich doch gesagt, kriegt jeder was. Danke. Super, so was fehlt mir noch. Ich bin Rebecca Link, ich habe gerade den High Heels Lauf gewonnen und ich bin einfach erstmal voll überrascht. Ich habe das erstmal gar nicht geglaubt und es war einfach irgendwie voll cool. Das war voll aufregend, wie die Leute alle so applaudiert haben und alles. Das war echt voll super. Der Abiball ist gesichert. Also mein Name ist Renate Jansenberg und ich habe hier so den ersten friesischen High-Heel-Lauf veranstaltet und fand das eigentlich ganz toll. Also ich bin begeistert, wie viele Leute hier waren und zugeschaut haben und uns zugejubelt haben. Und ich finde auch, so die vier Mädels haben das super toll gemacht. Die haben sich toll auf ihren Schuhen bewegt. Auf diesen Schuhen können wir noch nicht mal laufen und die waren ja richtig irre schnell. Ich weiß gar nicht, welche Zeit wir gestoppt haben. Ich glaube, ich hatte 15:02 oder so. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Und ich hoffe natürlich, dass wir das nächstes Jahr wiederholen können. Vielleicht kriegen wir dann ein paar mehr Mädels an den Start. Also ich habe mir jetzt noch kein Kleid ausgesucht, aber ich werde gleich mal gucken, was ich so finde. Ja.